Was heißt das, wenn der König eine so schwere Erkrankung hat? Im Moment wissen wir noch relativ wenig. Der Buckingham Palace hat es ja erst kürzlich bestätigt. Wir wissen ja nicht einmal genau noch, welcher Krebs es ist. Es ist noch keine offizielle Bekanntgabe erfolgt. Und was ich auch so rausgelesen habe in den Statement des Palastes, ist, dass der König seine konstitutionellen Aufgaben noch weiter wahrnehmen wird. Und die wichtigste Aufgabe ist sozusagen das Daily Business eines Königs im verfassungsrechtlichen Sinn, ist die Abzeichnung der Staatspapiere. Mhm. Also es kommt zu jedem Tag eine rote Box. Man kennt das ja in der Zwischenzeit, falls man The Crown gesehen hat, da kommt die rote Box. Und da sind dann alle Materialien drinnen. Und damit ein Gesetz, ein Regierungsakt formal der Rechtskraft erhält im Vereinigten Königreich, braucht es ein Royal Warrant, die königliche Unterschrift, die königliche Abzeichnung. Und das macht der König weiterhin, dass das die Staatsmaschine sozusagen am Laufen bleibt. Er trifft sich ja auch weiterhin mit dem Premierminister, oder? Es wurde noch nichts Gegenteiliges gesagt. Das ist ja ebenfalls eine der königlichen Prärogative, das wöchentliche Meeting mit dem Prime Minister oder die wöchentliche Abstimmung mit dem Premierminister, wo er eben das Recht hat, gehört zu haben, Ratschläge zu erteilen und zu warnen. Der König kann dem Premierminister jetzt keine Anordnungen erteilen, aber wir wissen ja nicht, was da genau gesprochen wird. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, irgendwie, wie wird König Charles jetzt mit seiner Erkrankung selber umgehen? Man hat schon gehört, er will grundsätzlich eben an einem Großteil seines Daily Business festhalten, solange das halt auch geht. Aber irgendwann geht es vielleicht nicht mehr oder irgendwann kommen vielleicht Behandlungen dazu, wo der König einfach ausfallen muss, weil ärztliche Termine Vorrang haben vor den staatlichen Pflichten. Was passiert dann? Wer übernimmt dann diese Aufgaben? Gibt es da irgendein Regelwerk, wo man sagen kann, nach dem muss sich auch die royale Familie richten? Ja, das ist wie alles im Vereinigten Königreich, das hat eine faszinierende Struktur dieses Landes. Es gibt jetzt nicht die genaue Staatsverfassungsurkunde wie bei uns, sondern es ist ein Bündel an Normen, an Regelungen. Und alle diese Normen und Regelungen haben auch so eine gewisse Genesis, eine Biografie, wo man sagen kann, hier beginnt das und hier entwickelt sich das bis heute. In diesem Fall kann man das ziemlich genau einschränken. Das war der Urgroßvater des Königs, König Georg V., der Enkel der Queen Victoria, der wird 1910 König und der macht etwas Außergewöhnliches. Er reist nämlich als König damals in die wichtigste Kolonie des Empire, nach Indien, um dort intronisiert zu werden als Kaiser von Indien am berühmten Delhi Durbar. Und da ist er natürlich Monate weg und da muss er organisieren, was passiert in seiner Abwesenheit. Und er etabliert damals eine Institution, den State Council mit den Councillor of States, den Staatsräten. Und das sind die engsten Familienmitglieder des Monarchen. Darf ich da mal fragen, wer gehört denn dazu, dass wir uns das ein bisschen bildlich vorstellen können? An erster Stelle ist es natürlich die Königin. Mhm. Also Queen Camilla ist State Councillor und dann in der Reihenfolge der Thronfolge. Also es ist Prinz William, nicht seine Gattin, die Kate. Die Kate ist Consort, Gemahlin des Prince of Wales, künftige Queen Consort, also künftige Königin, aber sie ist ja nicht thronfolgeberechtigt. Okay, verstehe. Die Kinder von William und Kate sind noch zu jung, das heißt erst im Alter von 21, also der Volljährigkeit, wird man State Councillor. Der nächste in der Thronfolge ist Prinz Harry. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Harry jetzt zurück nach London fliegen muss, weil es hier eben auch diesen quasi königrechtlichen Aspekt gibt? Schwer zu sagen. Es könnte auch sein, dass es wieder spekuliert in der Yellow Press. Also das wage ich gar nicht, da in diese Interpretationen zu gehen. Aber wenn wir uns den nächsten anschauen, der in der Thronfolge wäre, das wäre Prinz Andrew und dessen Tochter Eugenie, die alt genug wäre. Die nehmen aber keine offiziellen Aufgaben mehr wahr. Mhm. Und deswegen hat König Charles nach seiner Thronbesteigung ein eigenes Gesetz erlassen, wo er gesagt hat, wer sind die State Councillor? Ja. Weil völlig klar ist, dass sein Bruder Andrew zum Beispiel nicht in Frage kommt aufgrund der
bekannten Geschichte. Und jetzt hat der König seine Schwester, das ist der fleißigste Royal überhaupt, die Princess Royal, Princess Anne, zum State Council of State ernannt und auch seinen jüngsten Bruder Edward, den jetzigen Herzog von Edinburgh, die ja sehr viele königliche Aufgaben wahrnehmen. Und so per Gesetz sind diese nun auch Council of States. Das heißt, im Fall des Falles, was wir hoffen, God save the King, dass das nicht passiert, würde das königliche Geschäft weiterlaufen. Die Council of State sind ja immer im Blutkontakt mit dem König, die sind ja wirklich genetisch verwandt mit dem König, aber sie dürfen ja nicht alleine auftreten, oder brauchen sie deswegen immer so einen Counterpart, ihren Ehepartner dazu? Gibt es ja nicht so eine Regelung, dass die immer zu zweit eigentlich sein müssen bei offiziellen Terminen, also immer ein zweiter Royal mit dabei sein muss? Nicht zu zweit, und auch eine Ausnahme ist es, das ist die Königin, beziehungsweise der Ehepartner des Monarchen, der Herzog von Edinburgh, war zu Lebzeiten der Königin natürlich auch Counselor of State. Das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten sind es die erbberechtigten Familienmitglieder in der Reihung der Erbfolge und Volljährigkeit natürlich. Ja. Und bei diesen großen zeremoniellen Akten, Vertretungsakten gibt es natürlich mehrere Personen. Wobei, das wird jetzt nicht im Council of State Act geregelt, sondern das wird im Royal Regency Act organisiert, der 1937 erlassen wurde und seitdem immer wieder adaptiert. Aber wenn wir da jetzt hineingehen, dann sind wir fast in einer juristischen Vorlesung. Das ist klar. Eben besonders spannend ist natürlich auch jetzt, wenn man sich anschaut, 6. Mai 2023, das ist noch gar nicht lang her, mir passiert es immer noch, dass ich Prince Charles sage und nicht King Charles. Ich glaube, vielen Menschen geht es so, die haben sich gedanklich noch gar nicht daran gewöhnt, dass jetzt William und Kate die neuen Prince und Princess of Wales sind und dass eben Charles König ist. Man tut sich ein bisschen schwer, da in diese alte Gewohnheit abzulegen und in eine neue Betitelung hineinzukommen. Jetzt muss man sich überlegen, es ist noch nicht mal Mai 2024, also es ist noch kein Jahr vergangen. Ist das nicht auch für Charles unglaublich enttäuschend? Wie schätzen Sie das irgendwie ein von der Historie her? Er hat so lange drauf gewartet, 70 Jahre war seine Mutter Regentin. Jetzt endlich ist er an der Reihe und dann passiert das. Ist das nicht bitter? Der Blick von außen lässt das so erscheinen, aber eine Krone zu tragen ist in erster Linie Bürde und in zweiter Linie Bürde und in dritter Linie Bürde. Also man gibt eigentlich sein Leben auf und Charles hat das gewusst. Und alle diese Spekulationen, dass man gesagt hat, das soll ja nicht Platz machen für den William, Generationenwechsel und als ob das eine Freude für den Prinz William wäre. Charles hätte das nie getan. Charles ist ein zu verantwortungsvoller Vater, liebt seine Kinder und das tut er ihm sicher nicht an, dass er ihm die Jugend oder die Zeit mit der Familie wegnimmt, denn ein König hat keine Zeit mehr. Aber will man denn nicht auch eigentlich König sein, wenn man nur dafür erzogen wird, für diese Rolle, also rein aus selbstloser Liebe, dass Charles da gesagt hat, da mache ich das selber und gibt es nicht dem William. Ist es wirklich so oder ist nicht doch auch ein bisschen, wenn man jahrzehntelang darauf hinarbeitet, das ist ja quasi eine Karriere am Hof, König zu sein. Man kann natürlich nicht reinschauen, also das maße ich mir nicht an, das zu bewerten, aber was man sehen kann, ist, was Charles gemacht hat als Prince of Wales. Wir haben einen Blick auf Charles, der wird getrübt durch die ganzen Yellow Press-Geschichten. Ja. Das ist das, was die Leute interessiert hat, vor allem in den 90ern, dieser endlose Rosenkrieg. Was das aber in den Schatten gestellt hat, sind die unfassbaren vielen Aktivitäten, Projekte, die Charles als Prince of Wales begründet und umgesetzt hat. Also als Prince of Wales verfügt er auch über ein großes Einkommen, Herzogtum Cornwall zum Beispiel. Er hat eine Stiftung gegründet, den Prince of Wales Trust, das einer der wichtigsten Sozialstiftungen des Vereinigten Königreichs ist. Also was dieser Prince's Trust geleistet hat in der Unterstützung benachteiligter Jugendlicher, ist unfassbar. Also er hat auch als Prince of Wales eine Lebensleistung hingelegt, die großen Respekt verdient. Also er war jetzt nicht nur der wartende Prinz, sondern ein höchst aktiver Mann mit einer politischen, sozial verantwortlichen, umweltbewussten Agenda. Also da kann man diesem Mann durchaus
durchaus dankbar sein. Also ist er eigentlich ein bisschen unterschätzt worden in seiner Rolle als Prince of Wales? Darf man das so zusammenfassen? Man schaut gerne auf den Glamour. Ja, das ist klar. Ja, das ist, was macht Monarchie so faszinierend. Also für uns, die wir keine mehr haben, blicken wir da auf Glanz und Gloria, Tragödie, Soap Opera. Aber wir vergessen so ein bisschen den Kern, der dahinter steckt. Ja, also es ist ein hohes, der beteiligten Personen, ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Also warum empören wir uns über den Prinzen Andrew? Mhm. Weil das zum Glück die Ausnahme ist, nicht die Regel. Die Regel der Royals sind Leute, die ihr Leben in den Dienst stellen, das Land zu repräsentieren, zu Veranstaltungen zu kommen. Man muss sich das ja anschauen. Wenn ein Royal kommt, das sind ja keine nicht nur glanzvolle Sachen, die sind ja ständig unterwegs, besuchen jeden Verein, unterstützen die Ehrenamtlichen und Leute haben Freude bei dieser Interaktion. Ist natürlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor, die Royals. Und man muss dazu sagen, das Verhältnis zur Presse hat sich ja maßgeblich verändert seit dem Tod von Lady Diana. Seit damals hat sich ja einiges getan. Die Presse schreibt ja auch gar nicht mehr alles, was die vielleicht anstellen. Ja? Vielleicht, wenn die Kate mal mit ihren Freundinnen einen drauf macht und in der Disco abschägt, dann schreibt das die Presse vielleicht gar nicht mehr. Ja? Oder wenn die im Urlaub mal oben ohne in der Sonne liegt, dann darf sie das auch nicht mehr schreiben, die Presse. Also da sind ja mittlerweile schon viele Maulkörbe eigentlich erlassen worden, wo die Royals ein bisschen mehr in ihrem Privatleben geschützt sind. Das trägt natürlich dazu bei, dass die Monarchie auch skandalfreier geworden ist. Ja, es ist, was in den 90er Jahren abgegangen ist, war ja wahrscheinlich wirklich schon etwas absurd. Also da sind ja Unsummen bezahlt worden für private Aufnahmen und die mit Teleobjektiv gemacht hat, wo man wirklich auch Persönlichkeitsrechte verletzt hat. Das muss man ja sagen. Also das war ja fast schon ein Suchtverhalten. Das ging da sicher zu weit. Richtig geschützt ist ja nur der Souverän. Mhm. Die anderen haben ja... Sind freiwillig für die Presse quasi. Können zum Freiwillig werden. Also das ist schon... Ist ja auch immer etwas, was Harry ganz stark anprangert. Jetzt kommt Harry wieder zurück. Wie schätzen Sie das historisch ein, wenn jemand in diesem Apparat des Königshauses aufwächst? Ist seine Verbindung dann so eng, dass er wieder zurück eingegliedert werden will, nachdem er jetzt vielleicht 2-3 Jahre irgendwie sich ausgerissen hat, sich ausgetobt hat? Ist eine Eingliederung wieder möglich? Würde ihn das Königshaus zurücknehmen? Wie schätzen Sie da die Verbindungen auch zwischen den Brüdern ein? Hat Harry eine Chance, wieder ein richtiges, aktives Mitglied zu werden? Auch hier bewegen wir uns in der Spekulation natürlich. Also ich finde das immer sehr, 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 sehr lustig, wenn da immer so neue Bücher von Royal Experts rauskommen, die dann von irgendetwas hören, von der Hofdame Nummer 27, die dritte Cousine des Obersthofmeisters ist oder was auch immer, die ein Gerücht gehört haben. Es ist schwer zu sagen. Also dieses Buch, das er geschrieben hat, Spare, wo wir auch nicht wissen, was ist Harry, was ist der Ghostwriter, erlaubt uns ja einen Blick hinter die Kulissen, die wir sonst normalerweise nicht haben. Und man stellt so irgendwie fest, ja, es sind ganz normale familiäre Zwiste. Und so wie bei allen familiären Zwisten, manche schaffen es, dass sie sie wieder vertragen. Mhm. Blut ist dicker als Wasser. Manche zerstreiten sich bis in alle Ewigkeit. Also wage ich jetzt keine Aussage zu treffen. Aber eins zeigt dieser Besuch von Harry schon, dass es eine Beziehung gibt nach wie vor zwischen den Sussexes und dem Palast, denn ansonsten wäre das nicht klar, dass das sofort... Aber ist es vielleicht auch ein Indikator dafür, dass die Erkrankung ernster ist, als man jetzt vorläufig mal bekannt gibt? Weil wenn Harry eingeflogen wird, er wurde auch jetzt vergleichsweise zum Tod der Queen eingeflogen, natürlich ist das noch nicht der gleiche dramatische Ausmaß der Sache, aber ist das eventuell ein Indikator, dass man sagt, wenn die Lage wirklich ernst ist, dann kommen sie alle? Es ist zu befürchten. Also das, was... mich beeindruckt hat, als wir die Nachrichten erhielten, kurz nach Weihnachten, dass der König diesen Eingriff hat wegen einer vergrößerten Prostata, wurde das sofort verbunden mit einem Aufruf an die männliche Bevölkerung des Vereinigten Königreichs, die Vorsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen. Also das ist so typisch Charles, dass er sagt, ich als König unterziehe mich dieser Prozedur, macht das alle zu eurer eigenen Sicherheit. Also man hat das sofort verbunden. Und diese neue Nachricht, dass man eben Krebsmarker entdeckt hat und man sagt nicht, welche es ist. Also wir sind ja da in der Spekulation. Ist es tatsächlich Prostatakrebs? Ist es ein anderer Krebs? Warum ist das im Bulletin nicht genannt? Ich bin kein Mediziner. Ich kann
wage das auch nicht einzuordnen, aber es ist zu befürchten, dass wir es mit einer ernsteren Erkrankung zu tun haben.